Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wieder ist eine Woche rum und der SCB Verse Report ist am Start. Diesmal an meiner Seite meine zwei Lieblinge. Der liebe Sawyer ist nämlich weg und ich brauchte mal etwas Abwechslung. Ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ja, ja. Weil er gerade weg war. Er musste gerade mal weg. Ganz dringend. Für mich jetzt wie so ein kleines Hündchen. Ja, ich finde auch. Weißt du, jetzt auf einmal sind wir hier die Lieblinge. Nein, das stimmt nicht. Das wisst ihr. Ja, 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 ja. So, können wir jetzt mal bitte zum Hot Topic kommen? Wenn du das gerne möchtest, können wir das gerne machen. Wir wollen dich aber auch nicht aufhalten. Aber du musst halt die Richtung uns vorgeben. Genau, du musst uns schon sagen, wo es lang geht. Und wir flüstern dir währenddessen ins Ohr. Oh, das ist schön. Ja, genau. Gut. Ich sage euch, wo es lang geht. Zeig mir mal, wo es lang geht. Ja, genau, die Asperia Prowler. Das musst du schon ein bisschen lauter machen. Das Hot Topic, das Hot Topic diese Woche ist der Zeichenwettbewerb. Der Asperia Prowler. Also für alle, die mal ganz kreativ werden wollen, an die Buntstifte ran. Ihr könnt da ganz kreativ werden. Bis zum 11. November noch könnt ihr eure Designvorschläge einreichen für das erste Tevarin-inspirierte, Enterkampfschiff. Ganz wichtig aber, keine Profi-Tools, kein CorelDRAW, kein Photoshop, Gottes Willen. Auf keinen Fall, macht Collagen, klebt was zusammen, Wachsmalstifte, Tusche, Kartoffelstempel und maximal Paint. Also MS Paint ist halt offenbar die Waffe der Wahl da, mutet im ersten Moment ein bisschen eigentümlich an, fanden wir auch, aber wir sind uns sicher, die haben sich was dabei gedacht. Jedenfalls wird es nachher halt eine Auswertung geben und dann werden auch Gewinner gekürt. Momentan ist es halt so, die muss man dann in diesen Forum-Thread bei RSI posten und das sorgt jetzt schon für sehr viel Heiterkeit, weil es sind schon ganz schön bekloppte und sehr lustige Entwürfe dabei. Und erster Platz wird eine Polaris gewinnen, sowie eine Prawler. Und dann gibt es noch die weiteren nachfolgenden Plätze, die dann auch eine Prawler kriegen können. Genau, das wären dann 5 weitere Nachfolgeplätze, ne? Sind das dann? Oder insgesamt 5? Ich weiß es nicht genau. Ihr müsst es euch nochmal anschauen. Genau, also und guckt auf die Seite, schaltet euren Beitrag da frei im Forum und dann können alle fleißig abstimmen. Und das machen dann die CRG-Mitarbeiter sozusagen und auch das Marketing. Ich finde es echt abgefahren, bei Next Great Starship musste ich halt noch mit Maya halt so ein Schiff komplett voll animieren, texturieren und habt ihr dafür vielleicht einen PC gewonnen. Und jetzt halt so muss ich mit MS Paint halt irgendwas malen und kriegt dafür eine Polaris. Es ist geil, was da halt an der Entwicklung vor sich geht, aber darum wollen wir uns jetzt auch gar nicht weiter festhalten, sondern Cecilia gibt die Richtung vor. Ja, wir gehen direkt in die Weekly Updates, würde ich sagen. Ne? Wow! Woo! Und wir fangen an mit Reverse the Verse. Da ist diese Woche Gastgeber der Brian gewesen, Brian Chambers, und der hatte 2 Gäste. Da. Und zwar einmal den Pascal, den wir schon von der Sitcon kennen, das ist ja der Environmental Artist. Und dann haben wir den Director of Cinematics, den Hannes, auch noch gehabt. Und beide haben sich mit verschiedenen Themen befasst. Pascal, wie gesagt, über die Environments, über die Biome und prozedurale Planetentechnologie. Und der Hannes dann für die Filmsequenzen. Genau, und Pascal hat eigentlich nur halt so einen großen Teil nochmal darüber gesprochen, dass halt die Verschmelzung der Ökosysteme, wo die Biome aufeinandertreffen, halt natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt automatisiert funktionieren in Engine und dann irgendwann muss da halt dann nochmal ein Artist drüber gehen, um, sagen wir mal, einen realistischen Eindruck sicherzustellen, weil das funktioniert in der Engine halt eben auch nur bedingt. Und ebenso ist es halt auch so, dass die Concept Artists Zeichnungen halt so für die Ökosysteme halt eben anfertigen, um halt, sagen wir mal, festzulegen, wie die Dinge halt aussehen sollen, wie die Artists dann halt eben arbeiten sollen. Und da geht es dann auch nochmal etwas weiter um die langanhaltenden Effekte auf ein Umweltsystem. Die sollen auch integriert werden. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Planet bekannt ist, dass da halt viel Holz abgebaut wird, dann soll der Wald später auch verschwinden. Auch das soll integriert werden auf lange Sicht. Was sie auch gesagt haben allerdings ist, dass Wasser momentan noch nichts ist, noch kein Element ist, mit dem man jetzt interagieren kann. Also ich glaube, Reinfall und Untergehen funktioniert gerade so, aber darüber hinaus ist da halt eben noch nichts. Kommt aber alles mit der Zeit, nur ein wenig Geduld. Und dann haben wir natürlich auch weiterhin das Thema, halt so große Städte prozedural zu erzeugen. Ist jetzt nicht unbedingt ein neues Thema. Todd Pappy hat damals halt im Interview auf der Gamescom gesagt, also er kann deswegen nicht schlafen, wenn er drüber nachdenkt, weil ihn das halt schon doch ganz schön in Angst versetzt. Aber der Prototyp wird halt weiterhin A-Corp halt eben im Stanton-System sein, der ja eigentlich halt eine einzige Megacity ist. Und dann hat als nächstes der Hannes dazu gesprochen oder über die Filmszenen gesprochen, die geplant sind. Die sollen von der Qualität jetzt auch tatsächlich halt an das andere Material von der CryEngine ranragen. Das heißt, das, was wir damals gesehen haben in der Bishop-Speak-Rede von Gary Oldman, war nur ungefähr 60% von dem, was man erreichen wird.
Genau, da arbeiten sie jetzt im Moment einfach auch noch dran an den ganzen Assets und Accessoires der Figuren, weil die natürlich von der Qualität her, von der grafischen Qualität wesentlich schlechter sind als die der Gesichter. Und es gibt quasi nochmal ein komplettes Update, wo sowohl Gesichter als Effekte als auch die Accessoires überarbeitet werden. Und dann werden wir am Ende eine Qualität sehen, die sich dann auch besser in die Star Citizen CryEngine-Umgebung einfügen wird. Ja. Hervorragend. So, sieht das mal die Richtung vor. Ja, das war's zum Reverse the Verse. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zur Subscriber Town Hall. Oh, bitte. Oh, bitte. Und oh, da, bitte. Da haben wir uns ein paar Fragen rausgepickt. Da gab's noch viel mehr, also da müsst ihr auf jeden Fall nochmal reinlesen. Eine Frage bezog sich auch auf die Sitcom-Demo, die wir gesehen haben. Und zwar auf die Lichteffekte und die Beleuchtung im Allgemeinen. Also wie ist es jetzt mit der Farbe des Himmels? Passt sich das jetzt an oder wird das manuell erstellt? Und da war die Antwort? Eindeutig ja, weil das Ding ist ja, es ist ja nicht so, als ob das halt eine Skybox oder irgendwie so eine doofe Parallaxe gemappte Grafik wäre, sondern das wird ja in Echtzeit von der Atmosphäre und der Sonneneinstrahlung erzeugt. Man hat ja das gesehen, er hat die Sonne genommen und dann hat hinter den Horizont runtergenommen und die Brechung des Lichtes, genauso wie halt die Reflexion in der Atmosphäre, erzeugt dann die Farbe des Himmels und das färbt dann natürlich die komplette Umgebung auch ein. Also so, wie es in der Realität halt eben auch ist. Sehr schön erklärt. Ei. Damit kommen wir direkt zur zweiten Frage. Das ist eine entscheidende Frage. Haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Was ist eigentlich mit den weiblichen Charakteren, mit den weiblichen Avataren los? Da haben sie ja im Prinzip das Gleiche geantwortet, was sie eigentlich tatsächlich seit Wochen und Monaten sagen. Dass natürlich Frauen und Männer unterschiedlich sind, eine große Erkenntnis. Nein, kann nicht sein. Komisch. Ist mir doch überhaupt nicht aufgefallen, ist verrückt. Und die Skelette auch unterschiedlich sind, das heißt, man kann deshalb nicht das Männliche auf das Weibliche per se übertragen, sondern sie müssen, sie haben von 6000 Animationen gesprochen, ne? Also sie müssen diese 6000 Animationen auch für die Weibliche... Das männliche Skelett halt überhaupt hat, die, an denen sie auch immer noch arbeiten und schleifen, weil es ist ja, ihr wisst, ganzes Motion Capture. Und du kannst jetzt nicht dieselben Animationsmodelle einfach nehmen und auf den weiblichen Charakter rüberschmeißen und sagen, so, die ist jetzt halt irgendwie 30 cm kleiner, bums, fertig. Das funktioniert halt nicht, weil die weibliche Physiognomie unterscheidet sich von der männlichen dann doch halt insoweit, dass das dann halt alles für die weiblichen auch nochmal ansteht. Natürlich wird daran weiter gearbeitet, aber das ist jetzt halt eben nicht möglich, dass man da jetzt halt irgendwie groß mit Copy und Paste arbeiten könnte, mit kleinen Abstrichen. Das funktioniert nicht. Dementsprechend halt so wird das auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir da dann halt tatsächlich dann halt diese weiblichen Avatare halt zu sehen bekommen. Ja, und dann gab es dann noch die Frage, ob wie bei anderen Spielen eher die Prozessorgeschwindigkeit wichtiger sein wird, das heißt die Gigahertz-Zahl oder aber die Anzahl der Kerne. Es ist so, dass zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich diese Parallelisierung, mehrere Kerne zu benutzen, dass sie noch überhaupt nicht drin ist, dass daran gearbeitet wird. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt, kann man sagen, Gigahertz-Zahl ist auf jeden Fall entscheidend. Beim Laden des Spiels wiederum machen die Kerne einen Unterschied. Genau, weil da muss man den ganzen Kram halt von der Festplatte halt erstmal den RAM und den VRAM halt eben schaufeln. Da hast du wirklich was von den mehreren Kernen. Momentan haben sie halt eben so diese Verteilung der logischen Operationen auf den verschiedenen Kernen noch nicht drin. Dementsprechend halt läuft das halt wahrscheinlich alles nur auf einem. Und je höher der getaktet ist, desto flüssiger läuft es natürlich. Ist ja irgendwie klar. So, haben wir es damit mit der Town Hall? Ist ja der Wahnsinn. Gib mal die Richtung vor. Ich gebe die Richtung vor. Und zwar gehen wir direkt zu Ben's Day oder ja, Ben's Week in dem Sinne with Ben. Bad Girl Nicole D'Angelo. Da gab es auch ein paar Fragen. Eine, die wir uns rausgepickt haben, die wir total spannend fanden. Also wie ist das, wenn wir auf einem Planeten landen und es dort verschiedene Jahreszeiten gibt? Also zum Beispiel, wir, keine Ahnung, fliegen irgendwo hin und da ist dann Zeitpunkt Sommer. Und dann sagen wir auch, nee, jetzt haben wir aber Bock, wir wollen lieber ins Schneegebiet fliegen. Und daran arbeiten sie und das fanden wir ganz toll. Das ist der Hammer. Das ist ja wohl absolut obergeil, ja, weil das heißt ja natürlich, dass es verschiedene Jahreszeiten auf den verschiedenen Planeten geben wird, die in verschiedenen Sonnensystemen sind, was dazu führt, dass man halt so verschiedene Zyklen halt so an Wirtschaftszyklen halt eben nachher haben wird, die sich gegenseitig dann halt irgendwo auch beeinflussen werden. Weil sagen wir mal, auf Gosch ist dann halt vielleicht immer so Touristenhochzeit, dann halt so zum Frühling, wenn da halt so irgendwelche abgefahrenen Wälder blühen oder so und da fliegen die dann alle hin. Deswegen muss man dann halt immer ganz viel Alkohol und Klamotten dahin liefern, die irgendwo erzeugt werden müssen. Auf Terra mag es dann halt eben sein, dass dann da halt so die Skisaison ganz entsprechend halt so ganz, ganz wichtig ist, die dann halt eben aber zu einem komplett anderen Zeitpunkt stattfindet und so sich dann halt eben auch der Tourismus halt anhand irgendwie dieser Planetenzyklen halt eben gestaltet. Und das finde ich halt schon echt extrem geil, weil dann kann ich halt diese Planeten bereisen und immer wieder was Neues entdecken.
Super. Ja, ist echt super. Freue ich mich auch drauf. Dann gab es noch eine Frage, was war da eigentlich los, auch in der Demo, der Pilot, der auf Lear 3 gelandet ist. Der ist ja aus dem Schiff raus, ohne Helm und ein großes Geschrei war, weil alle dachten, hä, der Planet ist doch unbewohnbar. Schämt er sich nicht, einfach ohne Helm auszusteigen? Ja, nee, unbewohnbar heißt ja nicht unbedingt gleich halt, du erstickst, wenn du halt aus dem Schiff steigst. Ganz wichtig, also da war auch ein Beispiel auf dem Ballistic dabei, dass tatsächlich ein Meteoritenregen, der regelmäßig auftritt, wäre auch ein Kriterium, um einen Planeten unbewohnbar, als unbewohnbar zu klassifizieren. Oder zum Beispiel eine extrem feindliche Fauna, ja, das halt alles voller beißender Giftviecher sitzt halt so, die du halt erstmal großflächig abtöten müsstest, wo man sagt so, naja, da will ich mich jetzt nicht niederlassen, ja, oder es gibt vielleicht kein Wasser oder da wächst halt nichts. Fair Chance Act, ne? Ach, ja, wir dürfen ja gar keine Tiere jetzt hier oder Flora und Fauna auslöschen. Ab welchem Punkt genau gilt ja eigentlich? Ist vielleicht was halt so irgendwie für den nächsten Verse Report, diskutieren wir jetzt nicht weiter, sondern wir gehen jetzt zur nächsten Frage. Und zwar die Preisabstände der Schiffe in UEC oder halt eben Echtgeld, wenn man sie erwirbt. Das ist ja wirklich ein Thema für Reason. Also tatsächlich ist es so, dass man sagen könnte, eine Aurora wäre jetzt ein schickes Auto und eine Polaris wäre jetzt im Vergleich dazu schon ein Zerstörer. Das ist so, dass die Größe der Schiffe den Preis nicht linear anhebt, sondern exponentiell. Also wenn man jetzt hier von den UECs ausgibt, geht die später In-Game-Money. Dadurch ist es wohl so, nach Angaben von CIG, dass die Preise zum jetzigen Zeitpunkt in Echtgeld nicht die Preise widerspiegeln, die später im Spiel in UECs gezahlt werden müssen. Die werden exponentiell wachsen mit der Größe des Schiffes. Also das heißt, wenn du jetzt in Echtgeld halt eine Polaris kaufst, hast du einen guten Deal gemacht, weil in-game wirst du dafür ganz ordentlich Schinder mischen mit deiner Orga, bis du halt diesen Haufen Kohle zusammen hast, um dir das Ding wirklich anschaffen zu können. Heißt, das ist natürlich dann der Vorteil mit Echtgeld, dass du jetzt das Spiel unterstützt und diese Dinger dann tatsächlich nachher haben wirst. Du wirst sie ja spielen können, wird aber echt extrem schwerer werden, als wenn man sie sich jetzt halt einfach mal so auf die Husche holt. Einerseits ist das der Vorteil, andererseits muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, für alle, die nicht ständig so viel Kohle ausgeben wollen, oder darf man doch mal sagen? Bitte sag das, aber vor allen Dingen, was guckst du mich dabei so an? Der da will mal Schiffe kaufen. Ja. Also ihr könnt es auch später im Spiel erspielen. Das will ich hier nur an dieser Stelle gesagt haben. Es wird dann zwar länger dauern, wie als wenn ihr einfach die Scheinchen auf den Tisch legt. Ist ja eigentlich auch der Motor. Ja, man kann sich ja auch sagen, so eine Polaris kann ich eh nicht alleine fliegen. Also hole ich mir eine Gruppe von Freunden und wir erwirtschaften uns zusammen das Schiff. Zum Beispiel. Und dann ist wahrscheinlich dieser exponentielle Preisanstieg gar nicht mehr das Problem, weil man eh eine Gruppe ist, die zusammen dafür arbeitet. Dann sieht die ganze Chose nämlich schon mal ein bisschen freundlicher aus. So, aber genügend davon, sondern wir gehen jetzt halt eben auch weiter. Und zwar war die nächste Frage halt, welches Dropship oder welcher Truppentransporter halt so aus der jetzt bekannten Reihe, also die Prowler, die Redeemer, die Retaliate, die Vanguard Hoplite, nimmt man für welchen Zweck? Ja, also wie ist die Abstufung zwischen den Dingern und halt wie funktioniert das jetzt genau? Da gab es dann tatsächlich eine etwas kompliziertere Antwort, beziehungsweise gab es jetzt keine Antwort im Sinne von, die Hoplite ist für Zweck A gedacht und die, keine Ahnung, Redeemer für Zweck B, sondern es kommt auf den Spezialisierungsgrad an. Das heißt, wenn man jetzt bei den Explorer-Schiffen sich anschaut, eine 315P ist das am wenigsten spezialisierte Schiff, dann hätte man im mittleren Bereich die Aquila und im spezialisiertesten Bereich haben wir die Carrack. Genauso verhält es sich dann auch mit diesen Enterschiffen oder mit diesen Dropships. Da könnte man sagen, die Vanguard Hoplite ist sozusagen vergleichbar mit der 315P im Spezialisierungsgrad. Dann hätten wir als nächstes zum Beispiel die Redeemer, die sich anbieten würde. Die ist dann schon ein bisschen mehr spezialisiert. Und die Prowler ist dann der spezialisierteste, ja, das der spezialisierteste Dropship. Ja. Vielen Dank dafür. Das war kurz, bündig und laut. Und laut. Geschrien hat er das von da hinten. Wir haben nämlich Angst, dass er da hinten immer wieder ein bisschen abkackt. Aber die nächste Sache war halt eben auch die genannt worden, die jetzt halt nicht ganz so unkritisch ist. Die Veröffentlichung von Alpha 2.6 wird terminlich nicht auf die Livestreams im November oder Dezember abgestimmt, sondern der Patch kommt, wenn er kommt. Was heißt das jetzt eigentlich? Ja, jetzt sind wir schon wieder im gefährlichen Gebiet der Spekulationen. Spekulationen sind immer gut. Spekulatius, Spekulatius. Weil wir haben uns jetzt natürlich gefragt, okay, also sie machen es nicht abhängig von den Livestreams. Schön und gut. Aber gleichzeitig heißt das jetzt irgendwie, dass dann gar kein... Sagen wir mal so... Oder so 3.0 man kommt jetzt mal nicht mehr. Anhand dieser Formulierung würde ich jetzt sagen, gut, wir sehen dieses Jahr noch 2.6. Ja. Was das für 3.0 bedeutet, könnt ihr euch überlegen, wo sie sich jetzt ja halt einen Entwicklungszeitraum halt so von, 3 bis 4 Monate pro Patch ausgebeten haben.
wird dementsprechend wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr passieren. Ist spekulativ, ich persönlich glaube allerdings nicht dran. Ich freue mich, wenn 2.6 kommt und Star Marine dann halt eben endlich da ist und die ganze Chose läuft. Alles Weitere wird man dann sehen. Aber der winkt schon wieder. Da ist der Finger schon wieder. Aber natürlich der ist gleich in meiner Nase hier. Ich brüll schon wieder, Entschuldigung. Das heißt natürlich aber auch, dass es möglich ist, dass 2.6 einfach kommt, losgekoppelt von jeglichem Livestream. Das heißt ja, nicht, möglich, dass es nicht kommt. Ja. Ich gehe fest davon aus, dass er kommt. Ja, genau. Nur das wird wahrscheinlich so ein Kasper aus der Kiste sein, wo du morgens aufstehst und machst den Rechner und denkst so, hoch 2.6. Oh, Submarine ist da. Da hat jetzt ja keiner mit gerechnet. Großartig, das führt auf jeden Fall wieder zu großen Augenringen unsererseits. Ja. Gut, so viel dazu. Dann apropos nächstes Jahr, ne? Da haben sie auch gesagt, im nächsten Jahr die Konzeptschiffe, also die 7 bis 8 Konzeptschiffe, die es geben soll, sind quasi schon festgelegt. Das heißt, es wird in Zukunft keine Umfrage mehr geben dazu. Eine wichtige Info, die sie da gesagt haben, es wird kein weiteres Großkampfschiff unter diesen Konzeptschiffen geben. Das finde ich halt zum Beispiel sehr, sehr gut. Dass man sagt, okay, man bringt erstmal die rein, die da sind. Mhm. Man testet die vielleicht auch erstmal in der Community, ob die überhaupt funktionieren, ob alle Funktionen halt einfach drin sind, spielbar sind. Finde ich eine gute Entscheidung. Reicht dann, glaube ich, jetzt auch erstmal mit Kapitalschiffen. Bitte erstmal die fertig machen, die da sind. Hört man ja auch hin und wieder mal. Und es ist eigentlich nur konsequent, dass sie sagen, so reicht es mit den großen Pötten, jetzt geht's halt erstmal anderweitig weiter. Wo so ein kleiner Flugzeugträger wäre noch nett. Ein ganz kleiner Flugzeugträger. So ein kleiner, großer Flugzeugträger. So klitzeklein, so 600 Meter oder so. Nichts Großes. Guck mal, ich decke ihn auch mal Fresse ab. Ist nicht zu fassen mit dir. Jedes einzelne Mal. Hallo, ich bin da. Ja, gut, also das war es dazu. Dann haben wir noch ein ganz tolles Projekt von Rusty Strider, was wir an dieser Stelle erwähnen wollen, unbedingt. Darüber wird jetzt auch auf SCB jede Woche ein Ausschnitt erklärt werden, denn der liebe Rusty macht oder stellt Tipps und Tricks und Hintergrundinfos zusammen, komplett was Star Citizen angeht. Also von Planeten, astronomischen, physikalischen Einheiten und Gegebenheiten. Genau. Also alles, was sich halt eben Star Citizen und halt die Realität halt irgendwo gemeinsam teilen, arbeitet er auf. Und unter anderem ist es diese Woche halt so die Dyson-Sphäre gewesen oder die Dyson-Sphäre, was prinzipiell ein hypothetisches Konstrukt einer sehr hochentwickelten Zivilisation ist, die halt den kompletten Energieoutput eines Sterns, also einer Sonne, komplett harvesten wollen, also halt wirklich abernten wollen. Dazu bauen sie halt eine künstliche Struktur rund um die komplette Sonne und haben auf der Innenseite halt Anlagen, die diese Energie da hat, oder die Sternstrahlung dann direkt in Energie umsetzen können. Clever. Ja, wurde schon mal in der Star Trek-Folge gefeatured, beziehungsweise halt, wir hatten neulich auch mal halt so einen Stern, der komisch halt blinkt, der entdeckt wurde, wo man schon eine Theorie hatte, oh, eine Dyson-Sphäre, hahaha, Aliens, nee, war aber alles nicht. Aber dementsprechend, da guckt auf jeden Fall mal in Rustys Rubik da halt eben rein. Sehr interessant, was der Mann sich da halt eben so auf die Fahne geschrieben hat. Und die wichtigste Frage ist natürlich, ob die Dyson-Sphäre auch LTI hat. Also wenn ich die jetzt schon... Du kriegst keine Dyson-Sphäre. Kann ja nicht so teuer sein. Nein, bekommst du nicht. Schnäppchen, auf ein Schnäppchen mach. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist auf SCB, schaut euch das Star Citizen Quiz an. Ja. Was tatsächlich von Phoenix Stellar initiiert wurde. Das ist auch schön, da könnt ihr euer Wissen testen. Auch für die, die neu sind, da könnt ihr sehr viel dazu lernen. Alles über Star Citizen, also da wird sich auch kräftig Mühe gegeben. Auch eine schöne Sache. Das wird dann quasi, kann man dann von den Freunden immer sich abfragen lassen, wie bei den guten alten Kabeltests. Genau. Die wir alle so geliebt haben. Oh Gott, da erinnere ich mich an unsere Schulzeiten. Also, ja, gut, ja, das lassen wir das Thema. Das lassen so, wir mal, Feierabend, ne? Gib jetzt mal die Richtung vor. Ich gebe die Richtung vor. Und zwar, was war diese Woche noch los auf unserem Channel? Unter anderem gab es eine neue Hörbuchfolge von Orbital Supermax. Oh ja. Folge 6, es wird immer spannender, also hört rein, Leute, ist echt ein bisschen spooky auch da, forensische Psychiatrie und so ist das Stichwort. Also komische Leute. Nee, hervorragende unterwegs. Folge, auf jeden Fall wieder angucken. Dann, darüber hinaus, hatten wir jetzt halt auch noch ein Star Citizen Erklärbär-Video von Weasen und Sawyer. Server und Instanzen, wie funktioniert das Ganze eigentlich unter der Haube nachher im Verse, wenn da halt so viele Leute miteinander spielen? Auf jeden Fall mal reingucken, wer halt Näheres darüber wissen möchte. Und ganz kurz, wirklich spannend, war für uns auch Neuland und wir haben uns da inspirieren lassen von Synced Gaming. Ja. Nochmal, herzlichen Dank dafür. Mhm. Ist, denke ich mal, für alle, die jetzt das einsteigen wollen, sinnvoll, sich mal mit den Servern zu beschäftigen.
Gut, okay. Gut, hatten wir noch was diese Woche? Nee, das war's. Aber wir haben Interaction noch diese Woche. Nee, warte mal, aber oder? Eine Sache muss ich jetzt gerade noch loswerden. Das Problem ist, wir waren halt bei der Sitcom, haben halt eben auch da gedreht und haben euch ein Video versprochen. Mhm. Das Riesenproblem ist halt so, das Audio ist leider so schlecht ausgefallen, dass ich es halt wirklich nicht mehr auf die Reihe gebracht habe, da irgendwas Verwendbares draus zu ziehen. Mhm. Und ich wollte, also wir wollten euch das dann wirklich nicht zumuten, weil es klingt halt echt wirklich sehr gemein. Wir versuchen es halt noch irgendwie zu retten, allerdings wird es jetzt halt in nächster Zeit nichts damit. Ja. Tut uns leid. Hashtag macht das Rode an. Das wäre halt was gewesen, wenn man Rode gehabt hätte. Genau. Ja. Und ein Musikvideo wollten wir euch jetzt auch nicht unbedingt so daraus machen und die Füße schmeißen. Das bringt es halt eben nicht. Nee, nächstes Mal gibt es eine Rode und ich guck mal halt so irgendwie, dass ich mit meinen Chefs da vielleicht noch irgendwas deale. Vielleicht können die mir da nochmal helfen, weil das sind ja mehr halt so die Audio-Genies. Eventuell geht da noch was, mal gucken, aber rechnet bitte in nächster Zeit erstmal nicht damit. Ja, also schade, aber trotzdem in live war das ja trotzdem wunderbar auf der Sitcom und wir hatten eine tolle Zeit. Und ja, ich würde sagen... Interaction. Luisen, ja, ich wollte gerade sagen, der geht hier schon irgendwie auf Achtstellung. Lese ich immer so eine Hände, so die so... Interaction, ja. Zurück, wir schließen den Kreis zu unserem Hot Topic, was wir am Anfang hatten. Und deswegen wollen wir jetzt bei der Interaction auch von euch wissen, in puncto Asperia Prowler, was ist euer Favorit? Wie gesagt, wir haben uns schon welche ausgesucht. Die zeigen wir euch dann, die präsentieren wir euch dann nochmal auf unserer Google Plus Seite eine Umfrage. Also einfach hingehen, anschauen. Und dann könnt ihr da abstimmen für unsere Favoriten. Mal sehen, vielleicht könnt ihr auch kommentieren und könnt einfach mal sagen, da war was viel Geileres dabei. Schreibt, was ihr dazu, wie ihr das findet und ob ihr euch vielleicht den einen oder anderen Entwurf ausdruckt und zu Hause aufhängt. Einrahmt. Ja, dringend, aber dann halt Pictures or didn't happen. So, liebe Freunde, das war's von uns hier mit diesem SCW-Verse-Report von, Sawyer heute nicht, Weasen heißt der Knabe, Cecilia und Dozer und dementsprechend halt so liked und disliked dieses Video, wie es euch gefallen hat. Irgendwie schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet oder quatscht mit uns einfach über Star Citizen, das ist immer wieder toll. Wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut mal auf Patreon vorbei, da haben wir nämlich auch vielleicht noch ein paar kleine Sachen, die euch interessieren könnten, aber vor allen Dingen abonniert diesen Channel, weil das bringt uns alle nämlich ganz gefährlich weiter nach oben und da haben wir große Freude dran. Was machst du denn da? Ich übe schon für die Verabschiedung. Ach so, alles klar. Und dementsprechend sagen wir euch jetzt wie immer, zusammen sogar 3, 2, 1 und see you on the flight deck! Das hat funktioniert, oder? Ja. Ja, das war wunderbar. Sehr gut. Hashtag Rode ist an. Rode ist aus.